Hey, da ist der Eisen. Mensch, ich hab dich letztes Mal gesucht. So, jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4 Stück. Jetzt ist die Frage, ob hier auch Großvieh langlaufen tut. Wäre natürlich dumm, wenn nicht. Ich hab Besuch. Nix da. Ey, uff, Junge. Das ist unfair, ich hab dich nicht gesehen. Und er rotzt mich direkt aufs Ohr. Okay, muss ich nicht verstehen. Ich tu mir das nie an. Ja, Gegner. Oh, jetzt. Oh, nee, Material hoch. Hier bin ich genau richtig. Prostata. Wie jetzt bitte? Ich weiß es nicht. Es war einfach da. Servus und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit den Kabin. Und ja, wir müssen uns ein bisschen Viehzeug besorgen. Madame hat Hunger und ich kann nicht kredenzen, wenn nicht hier noch Nahrung da ist. Das heißt, ich muss ein paar Fallen aufstellen. Das Problem ist, wo sind sie denn? Da muss ich die herstellen. Da brauche ich mich an. Zähne habe ich doch. Aber das fehlt mir. Davon habe ich mich überhaupt nicht mehr. Es war das letzte, was ich aufstellen konnte. Toll. Ich bitte ja. Na gut, dann kicken wir mal, dann pullen wir mal die letzten Zahnkränze raus. Die ich da habe. Kränze? Oh, oh, oh. Hä? Ich schwöre, ich hatte noch welche. Ach, die habe ich unten. Nee, hier sind Viere. Gut, dann habe ich die verteilt. Unten und oben. Ich komme damit noch nicht klar, dass ich so viel Platz habe. Das ist, noch mehr Loot. Schön, schön. So. Gut, was sagt denn unser Friedhof der Kuscheltiere? Da haben wir unseren ersten Kandidaten. Der sagt, ich will mit. Okay, du bist dabei. Du kommst aus in der nächsten Auswahl, wollte ich gerade sagen. Unter den ersten 10. Aha. So, da ist der... Halt. Nicht so schnell. Muss alles seine Ordnung haben. Und dann muss ich natürlich hoch die Fallen dahin stellen, dass ich die auch wieder finde. Wäre natürlich doof, wenn ich das so Hamster-like mache. 100 Sachen verstecken und eins bloß wiederfinden. Das wäre natürlich doof. Also müsste ich mir hier oben. Und die Frage ist, kann ich da, weil ich bin ja auch kein kleines Wild, ob ich da auch rinzwirbeln kann. Und zweitens, ob da Zombies auch rinzwirbeln. Nicht, dass die das auch auslösen. Ich würde mal sagen, hier die Kante kann ich am besten. Mäßig ist nicht so weit. Hey, da ist der Eisen. Mensch, ich hab dich letztes Mal gesucht. Und hab dich nie gefunden. Naja, egal. Ich würde mal sagen, ich stelle das hier hin, wa? Kann man die sehen? Ich mach die hier auf dem Weg. Das scheint hier ein Wanderweg zu sein. Und ich gehe mal davon aus, dass ich die gut sehen werde. Hallo? Mach hier oben ihn hin. Passt schon. Pass auf, und dann jedes Mal sind hier Zombies drin. Klack, 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 klack. So, jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4 Stück. Jetzt ist die Frage, ob hier auch Großvieh langlaufen tut. Wäre natürlich dumm, wenn nicht. Aber dann ist es so. So, und du kommst mit mir. Hä? Funktionierst du noch? Hä? Ich kann nicht anvisieren. Ich kann auch nicht schießen. What? Schieß it. Na, jetzt du funktionierst. Warum könnte ich denn jetzt mit der 5 nicht anvisieren? Ach so, weil ich gar keine Munition drin habe. das war wohl clever von mir. Mal bloß gucken, ob ihr aufpassen tut. Ich sehe, ihr passt auf. Euch ist es sofort aufgefallen, dass ich die Munition ja oben in der Kiste geschmissen habe. Weil ich hielt das ja für eine gute Idee, weil ich brauchte ja das Inventar. Habt ihr gut gemacht. Gut. Dann muss ich das eben halt auf der altmodische Art und Weise wegkloppen. Hat ja auch was. So, gut. Ich könnte, wie gesagt, den ganzen Weg hier so voll pflastern und dann werde ich ja wohl 1, 2 Viecher kriegen. Was, wo? Ich hab Besuch. Dö. Nix da. Steh auf, Junge. Steh auf. Harmlos durch die Nacht. Na gut, ist Tag.
Madame Pompadour kommt auch. Ich mag das Schwert. Nicht von hinten. Das ist unfair. Ich hab dich nicht gesehen. Und er rotzt mich direkt aufs Ohr. So eine alte Drecksau. Oh, ne? Aus, steh auf. Versuch zu sauen. Ne? Ne? Du alter Kasperkopf. Das mache ich mit euch. So. Fronten geklärt. Gut, also, so, ich könnte jetzt eigentlich mein Zeug rinbringen. Und dann... Oh, Alter. Okay, muss ich nicht verstehen. Ich tu mir das nie an. Der ist mir zu doof. Hey, Dude. Der läuft jetzt über Treptow nach mir, oder was? An den verschwende ich keine Munition. Ich mache ihm Brustbart zum Piercing. So, jetzt darfst du auch mitkommen. Dankeschön. So, ja, nee, du liebst noch. Ich hätte dich beinahe in eine Tasche gesteckt. Und dann ihr merkt, so nagenmäßig an der Hüfte. So. Wie sieht's hier aus? Ja, seht ihr, da ist schon voll. Ja, voll krass. Ja, wie gesagt. Ich kann ja dann nur andere Zeug da anschließen. Erstmal. Aber das, was ich vorhatte, hat ja nie gepasst. Komischerweise. Ich hab alles aufgewertet bis Maximum. Und trotzdem ballert das durch. Da habe ich mir dagegen entschieden. Warum sollte ich das machen? Das ist ja totaler Blödsinn. Und vor allen Dingen, also, du hast die Schalter, um das zu verbinden, aber es gibt nicht die Gegenstücke und das ist ja noch mehr Blödsinn. Also, wie gesagt, man kann ja bloß hier, zeig das nochmal, kannst ja bloß die Teile herstellen. Also, blau ein Ponöke und dann zig grüne. Aber das Gegenstück gibt es nicht. Das wäre, das bräuchte man. Dann kannst du nämlich mehrere Sachen auf ein Ding anklemmen, das ist gut. Scheißendreck. Ich hoffe, dass irgendwann das den auch noch aufhält. Naja, wir werden auch nochmal ein zweites Stück hinstellen. Dann können sie bauen, was sie wollen. Mal kicken. Ich bin gespannt. Wie ein Flitzebogen. So, du kannst darin. Ihr sagt, ich werde jetzt einfach die Kisten voll müllen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das kommt nämlich ja nicht hier rein, das kommt nämlich unten rein. Ich hatte mal erwähnt, dass hier oben so eine Teile bloß drin sollten. Ich sehe, das funktioniert gut. Ja. Na gut. Er war stets bemüht. Gut, das kann denn hier auch raus. Weil das soll nämlich hier drin. So soll das sein. Deswegen habe ich die Kisten ja auch gemacht. Die sind ja nie umsonst da. Also für mich schon, aber normalerweise nicht. Ah. Gut, ist das geklärt. So, die Steine können auch noch rein. Das Eisen kommt, wie gesagt, unten rein. Das kommt auch unten rein, aber das Gedärm kommt da rein. Nee, das kommt oben rein. Und hier ist auch schon wieder gerüstete Zeug. Das soll eigentlich nach oben. Was soll das? Was soll das? Das geht so nicht. Wo ist denn jetzt der Speck schon wieder hin? Das speckt mir aber überhaupt nicht. So, Benzin könnte ja eigentlich... Das könnte hier unten rennen. Das könnte aber auch oben rennen. Bin mir da noch nicht so ganz schlussig. Dann mache ich das so. Jo. Das ist okay. Das kann ich so lassen. Der Plastik kommt darin. Wie gesagt, da muss ich kicken, dass ich irgendwann die nächste... Ich muss wieder ein paar Autos mehr auseinanderknöpern. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ich brauche mehr. Mehr. So. Mach auf das Ding.
Das kommt hierhin. Ich gehe nicht davon aus, dass ich unterwegs irgendwas baue. Das wäre untypisch. Warum habe ich denn die Seile noch in der Tasche? Die Seile können eigentlich hoch hier unten drin. Wie gesagt, Schnicks vor Bauen tun. So, Stoff kommt hier oben hin. Und irgendwann, wenn ich Zeit habe, sortiere ich das auch raus. So, und die Munition, das Werkzeug, das kommt. Das sollte ich mal wirklich trennen. Also jetzt habe ich ja hier, dann kann das Werkzeug nämlich hier hin. So was. Das hat hier nämlich überhaupt nichts drin zu suchen. Und hier kommen bloß Waffen rin. Gut, ihr könnt da oben auch die Hosen und so rin schmeißen. Na gut, wir haben hier keinen Verkaufsshop wie in 7 Days. Das ist natürlich schade. Das wäre cool, wenn du hier noch Sachen so verkaufen könntest. Das wäre cool. Oh, warte mal, das war das. Hier unter ist ja Papier drin, ne? Wird eigentlich sein. Hallo. Hallo, das war zu schnell. Genau. Können nämlich hier die Papiere hin. Was ich rinkriege. Wie gesagt, das ist noch ein bisschen problematisch. Aber hier ist ja auch noch was drin. Hey, hier ist ja auch noch. Das stimmt ja. Oh, Alter, nicht der schon wieder. Weil ist ja Papier. Habe ich ja da rein geschmissen. Alter, kann die mal... Achso, ich bin ja alleine hier. Ach, Mann. Warum muss ich das denn immer so schwer haben? Kann der nicht einfach gehen? Kann man den nicht einfach mal ein bisschen ignorieren? Und dass er denn einfach, wenn er geht? Geht es? Ich mag den nicht. Der ist nur an rumschreien, der Penner. So, die Blätter lasse ich dann mal am Mann. Alemannia. Und da das Stoff. Unten dann das Leder. Und zack, haben wir schon mal ein bisschen Platz frei. Ist er immer noch da? Ob er mitkriegt, dass ich den ignoriere? Er ist nicht da. Nein, ich höre ihn nicht. Nö. Da ist überhaupt nichts da. Kein Penner, der ihn auf den Popis sehen tut. Und den ich gleich in den Kopf schieße. Nein, nein. Achso, das ist ja nicht fertig. Alter. Schieß den ins Gesicht und mit voller Freude. Warte mal. Oh, Alter. Gut, alles hat seine Grenzen. Haha, daneben. Alter, der muss weg. Der muss weg. Wo ist er denn? Ja, nicht wegrennen. Kurzen Prozess. Aha! Du alter kleiner Kacker. Oh Mann! Mann! Ich schieße in deinen Puller, du Penner! Junge, Junge, nee. Alter, da lockert sich so ja der Ohrenschmalz. Mann, 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 was sie sich dabei gedacht haben, wo sie die eingefügt haben. Jetzt sind schon ein paar Sadisten, ich sage es euch. Okay, gut. Maschinen. Öl. Und weg. Ist eine gute Reihenfolge hier. Entschuldigung. Meins? Meins? Mainz? Hamburg. So, hier ist noch nichts drin, ne? Das hab ich mir gedacht. Streng dich an, Vogel. Kick dir das an. So muss es laufen. Zack, Bums, drinne.
Und auf dem Weg zurück werden wir mal kicken, ob da oben irgendwas drin gelaufen ist. Ist ja nicht. Schwieß ja nicht. Was haben wir jetzt? Viere? Achte. Oh. Und Sechser. Und das letzte. Ich hab den falschen genommen. Und jetzt. Es war kaputt. Es war kaputt. Ja, 24. Ist ja nicht so schlecht. Moment, ich muss mal kurz was trinken. Na, so eine Scheiße, aber auch trinken alle. Na gut, ich muss mir danach was zum Trinken machen. So, jetzt ab zum Jaden. Und das fertig machen. Den kurz rumzuckeln lassen. Und dann, wie gesagt, Plastik kriegst du ja auch bei Autos. Ich verstehe das nicht, dass manche Sachen respawnen und die in den Häuser. Da passiert ja nichts. Das ist alles Kocke. Ja, das ist ja schon wieder fast fertig. Das geht ja ratzfatz, ey. Oh. Schön. Und eigentlich müsste hier gießen. Also Gießen und dann Hamburg und dann Bremen. Entschuldigung. So. Dann lasse ich das hier unten. Und dann ist es gut. Okay. Wo haben wir sie denn? Die alten Gießkannen, da sind sie doch. Und wer weiß, vielleicht finden wir hier noch ein, zwei Dünger. Muss ich nicht das Fleisch verscherbeln, verhunzen. Mal kurz die Hunze an, aber wie gesagt, nichts. Gähnende Leere. Da ist nie was, ich weiß nie warum. Nach was das ausgeweht wird, wo was zurückspawnen tut und wo nicht. Echheit. Weil im Polizeirevier. In die ganzen Malls, ne, in den Mall weiß ich nicht, aber sonst, das respawnt ja alles. Nur nicht in die Häuser, ich weiß nicht warum. Das Nasenelch. Versteckt sich immer hinterm Auto, ich denke wohl, ich hab's nie gesehen. Oh, du entgehst mir. Nicht. Warte, ich muss mal nach. Was war denn das eben? Spätzünder, wa? Das war eine Reaktionszeit, die so ja meine Toppen tut. Also, im Negativbereich. Tü, tü, tü. Hallo. Mister. Haben Sie wieder Zeug hier? Was Sie nicht brauchen? Ich nehme es. Nee. Das ist auch nichts. Okay, die zucke die Bums. Alter, tschieb, 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 tschieb. Boah, Alter. Werde ich aggressiv. Ist er? Ist er? Diese penetrante. Tschieb, 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 tschieb. Komm her. Ist hier was gespawnt? Ja, Gegner. Oh, jetzt. Oh, nee, Material hoch. Hier bin ich genau richtig. Prostata. Wie jetzt bitte? Ich weiß es nicht. Es war einfach da. Entschuldigung. Sag mal, kann es sein, dass der Vogel mir verfolgen tut? Der muss jetzt ein, zwei Meter bewegt. Ich weiß nicht, was ich kochen soll. Nicht, du bist tot. Da. Das ist mir. Aber sonst ist hier nichts, ne? Nicht. Na, das ist ja. Bitte. So, jetzt sind wir ja hier in der City. Entschuldigung, ich muss mal kurz richtig hinsetzen. So, wir sind in der City. Gucken wir mal gleich nach. Ob
da unten auch irgendwas gespawnt ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dann wüssten wir wenigstens, wo wir noch mal ein paar Eisen herkriegen. Aber dann müsste ich wieder zurück wegen der Bazooka. Verdammt. Naja, gut. Hallo. Ist da wer? Die sind ja alle weg. Warum denn bitte? Naja, sieht nicht so danach aus, als ob hier irgendwas zurückgekommen ist. Und da ist er schon wieder. Ich sagte, der Kackvogel, der verfolgt mich. Stalker. Nee, hier ist auch halt raus. Da ist er. Ist hier rüber. Und das hat sie ausgeschiebt. Pass auf, jetzt kommt gleich sein Kumpel an. Schieb, 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 schieb. Ohne Unterlass. So ist es. Mit dem Licht. Man brennt das nicht. So, Munition haben wir ja alle da. Wie gesagt. Und ich werde so zurückkommen, dass wir noch ein bisschen was herstellen können. Also, ja, kein Problem. Aber erstmal haben wir alles. Erstmal. Ich habe so ja noch ein paar Mollys. Die sind echt spitze, die Dinger. Müsst ihr euch hochbauen. Ungefähr 100 Novat und dann kicken, was passiert. Nicht, dass ich so doof wäre und das machen würde. 100 Stück, wer stellt denn 100 Mollys her? Wäre ja total verrückt, werdete. What the fuck? Ich weiß ja nicht, was ich damit machen soll. Habe ich die mit bei? Nee, habe ich nicht. Die herausgenommen. Könnte ich die hier benutzen? Ich meinte natürlich, es könnte jetzt irgendeiner die Mollys jetzt unterwegs benutzen, ne? Weil ich habe sie ja nicht hergestellt. Wäre ja dumm. Wenn man überlegen tut, dass ich am Anfang hier jedes Auto auseinandernehmen musste, um am Material ranzukommen und jetzt so, also, oh, nehme ich das Auto oder nehme ich das? Ach nee, ich habe irgendwie keine Lust. Ach, ist ja. Ist schon ein Vorteil, wenn man in Überfluss leben kann. Und ich verstehe das immer noch nicht. Das ist Kupfer. Im normalen Leben ist meistens sowas aus Kupferkabel. Weil das sieht nicht aus wie Glasfaser. Ich würde das jetzt... Naja. Das Hochkippen ist schwierig. Aber irgendwie Hebelwirkung und so. Und dann würde ich nach Hause rollen. Denn erstmal Feierabend mit Kupfer. Ist doch wahr. Gut. Sich über realistische Sachen hier beschweren. Bei einem Zombie-Spiel. Ist ein bisschen... Naja. Ich würde mal sagen, so ein bisschen fehl am Platz. Vielleicht. Oh nein, er ist schon wieder da. Also nicht. Also jetzt habe ich zwei Leute, die mir oben Puppe sehen. Entweder Schieb Schieb. Oder der. Oder hier. Ihr wisst schon. Aber ich glaube, wenn man will, kann man hier völlig fehlen. Finden. Was ihn auf dem Puppe sieht. So wie gesagt, ich brauche immer noch Eulen. Ich fange an zu heulen. Ich brauche Eulen. Aber auch die werden wir irgendwann mal finden. Spätestens, wenn sie uns vor der Nase landen. Kriegen wir das schon hin? Dann muss ich, wie gesagt, ein bisschen Munition, wie gesagt, habe ich hier neu genug. Bazooka habe ich auch nur 1-2 Schuss, haben wir ja letztes Mal sehr, sehr wenig benutzt. Ballista hat auch noch Munition. Unsere Schütztürme. Unsere Stalin-Orgeln. Die haben ja 20 Proton. Jetzt sollte auch durchaus reichen. Und ja, ups. Die anderen explosiven Geschosse haben wir ja noch nicht mal angefangen. Weil, wie gesagt, ich will ja die anderen erstmal auslaufen lassen. Quasi ein Auslaufmodell. Und denn. Dann rumstet in Karton. Was ist los, Mädel?
Frag keine Opern, komm her, wenn du was willst und dann ist gut. Komm her. Umarm ist nicht. Corona. Und ich trinke noch nicht mal Bier. Also ich trinke schon Bier, aber ist zurzeit ganz schön wenig geworden. Keine Lust. Ja, könnte ich mir eigentlich hoch. Ja, ich will. Yes, ja. Ab und zu mal eins in Ehren. Kann keiner verwehren. Und vorher hatte ich auch immer gesagt. Mach das nicht. So. Ne? Gut, dann haben wir hier erstmal alle durch. Wir können da nochmal rein. Kann man da rein? Ja, doch, ich glaube. Nee. In der Tanke konntest du nie rein, ne? Hä, das ist immer schwierig, wenn die eh nur dieselbe Engine benutzen. Ich habe schon jetzt ein, zwei Spiele durch, die dieselbe Engine benutzen. Und, naja, sagen wir mal so. Bei manchen kannst du rennen, bei manchen nicht. Schwierig. Super. Ja doch, das ist die gleiche Engine. Wie bei Mist und so, ne? Müsste dieselbe sein. Ja, ja. Eben halt Baukastensystem. Da ist eine Sau. Okay, du hast weiterleben. Oder nicht? Was hat die überlegt? Naja. Na gut, wir könnten eigentlich jetzt hier oben zurück. Und dann kicken, was unsere großen Pfeilen sagen. Ja, ja. Und dann kann ich mir was zum Trinken machen. Nee, das sei da hinten. Nee, da oben. Hinten, oben, links, rechts. Da. Da haben wir einen Wolf. Da hat sie rumst. Aber die anderen sind auch leer. Tolle Ding. Hallo? Achso, da kriegst du ja großes Fleisch. Oh, ist das Fleisch. Ich brauche kleine Fleisch. Piepsi, wo bist du? Warte mal kurz. Du bist nicht Piepsi, aber trotzdem musst du weg. Hallo? Ich brauche dich. Hallo? Ich komme. Ist eine Eule. Ich habe eine Eule. Ich meinte natürlich, war das eine Eule. Ich wusste das. Ich wusste ganz genau, dass das eine Eule ist und deswegen habe ich die abgeknallt. Deswegen. Genau deswegen. Ich kann wieder was aufleveln. Achso, da kriegst du ja Bräuler. Ich meinte nach kleine Fleisch. Ich brauche einen Kanickel. Das ist ja mal latypisch. Brauchst du mal einen Kanickel, ist Kind da. Oder ist Nasen? Nasen-Eich. Bei mir ist alle Nasen-Eich. Juhu! So, wo ist das da? Komm mal bitte mit. Du wirst gebraucht. Schon makaber. Ich töte Tiere, um andere Tiere zu töten. Oh ja. Hey! Du alte Sau! Das ist jetzt doof. Du warst eben nicht da. Ist wahrscheinlich gerade gespawnt und gleich zack, bums, weg. Dumm ist, ich hab bloß eins, eine. Ach, das ist alles. Wann das dient? Habt ihr das eben gerade gesehen? Lupik hatte gerade einen Grafikbug gehabt. Das hat ausgesehen, als ob ihn auf mich geschossen hat. Also, das wäre mir neu, wenn Zombies mit Pfeil und Bogen schießen. Nee, du bist ein Geiermeier. Jetzt nicht mehr. Wer weiß. Vielleicht brauche ich den irgendwann mal. Na gut, Leute. Ich würde mal sagen, da ja morgen Villa Welle ist, geht mal davon aus, hey, was ist denn jetzt hier drinne? Alles nehmen.
Ich hab ein Ei. Ja, das sind nur Eier drinne. Keine Federn. Okay. Na gut, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Kriegen wir schon hin. Ja, Leute. Also, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt in die Kommentare, treibt den Algorithmus zum Wahnsinn. Und das ist Wahnsinn. Und wir sehen uns morgen wieder. Ich verabscheue mich. Bis dann, ich bin raus. Tschüss.